Ja, hallo. Sommerpause ist vorbei, mal wieder. Wir bereiten uns langsam auf die Saison vor und wie immer ist die erste Station hier die Praxis von Dr. Klassen. Es geht um den medizinischen Check, ob alles gesund ist, ob wir bereit sind, die Saison zu bestreiten und ja, geguckt, ob wir alle fit sind. Wir machen unseren Check-up als Einstellungsuntersuchung, zum einen, um festzustellen, ob die Spieler medizinisch gesund sind, zum anderen, um einen Überblick über die Leistungsfähigkeit zu bekommen. Hierzu bedienen wir uns drei Säulen der Medizin: die Labordiagnostik, die bildgebende Diagnostik, bei der wir einen Ultraschall machen der Bauchorgane und des Herzens, und der sogenannten Funktionsdiagnostik. Hierbei wird eine Lungenfunktionsprüfung gemacht und ein Belastungs-EKG. In Zusammenschau mit all diesen Befunden können wir dann beide Fragen beantworten: Ist ein Spieler körperlich, allgemeinmedizinisch, internistisch gesund, und wie ist seine Leistungsfähigkeit? Die Erfahrung hat gezeigt, dass immer wieder mehr oder weniger ernstzunehmende Befunde auftreten, die auch dann weiter abgeklärt werden müssen. Und die dann im Nachhinein zeigen, dass es gut ist, dass wir die Check-ups jährlich beibehalten. Ja, du weißt ja, was jetzt kommt. Ich werde dich mal gleich kurz untersuchen, Lunge abhören, das Herz hören, Blutdruck messen. Und dann machen wir ja immer hier unseren Check-up. Du weißt ja, Funktionsdiagnostik, also Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, Lungenfunktion. Also die unangenehmste Überraschung, die ich beim Check-up jemals erlebt habe, war die beim ersten Check-up. Seinerzeit war der erste Spieler, der diese Praxis betrat, Earl Beacham. Und er war aus den Staaten angereist mit den Symptomen eines schweren Virusinfektes. Und wir haben seinerzeit das Vorliegen dann des pfeifferschen Drüsenfiebers diagnostiziert, das auch bei anderen Spielern dann zu Krankheitssymptomen führte. Und die Fans, die seit 13 Jahren bei den Baskets sind, wissen, was damals los war. 6 Wochen tobte in dieser Praxis der Medienstreit über die Befunde, über das, wie es weitergeht. Und alles endete ja, wie vielleicht sich die einen oder anderen noch erinnern, damit, dass der Saisonbeginn um 6 Wochen nach hinten verschoben werden musste. Das war sicherlich das Spektakulärste, was ich bei meinen Check-up-Untersuchungen nie erlebt habe. Jetzt wird geschwitzt. Fitness, vor allen Dingen die Ausdauerfitness, ist bei unseren Spielern deutlich über dem der Norm. Wir haben also teilweise Leistungen, wie wir sie bei Marathonläufern finden, wie wir sie bei Triathleten finden. Ein Beispiel: Wenn wir unsere Spieler bei uns in der Praxis belasten, beträgt der Durchschnittswert auf dem Fahrradergometer 150 bis 200 Watt. Wir haben Spieler, die sind bei 350 Watt noch nicht ausbelastet. Wir hören dann auf, aus Sorge vor, unser Ergometer kaputt zu machen. Aber die Ausdauerleistung unserer Spieler ist fantastisch. Beim akuten, bei unserem jetzigen momentanen Check-up hat mich Chris Enzminger sehr überrascht. Und zwar in Anbetracht seines Alters hat er eine sehr gute Ausdauerleistung erbracht. Und es ist so manch jüngerer Spieler gehalten, diese Leistungen ebenfalls zu erbringen. Er hat zum Beispiel, ich hatte eben ja das Beispiel mit dem Fahrradergometer gebracht, er gehört zu den Spielern, bei denen wir bei 350 Watt abgebrochen haben. Er hatte da eine Herzfrequenz von 140 pro Minute. Ausbelastet wäre er bei 160 gewesen, also er hätte nach oben noch deutlich Kapazität gehabt. Er hat ein sehr gutes Ausdauertraining hinter sich. Es passieren auch Kuriositäten. Wie zum Beispiel einmal, als wir einen Center hatten, der eine anatomische Variante hatte. Und zwar hatte der seine Niere nicht wie ein normaler Mensch in der Flanke, sondern vorne im Bauchbereich. Und der fiel dadurch auf und war dadurch dafür bekannt, dass er unter dem Korb nie so richtig hundertprozentigen Einsatz bot. Und die Diagnose, dass die Niere an der falschen Stelle lag, was er wusste, uns aber nicht gesagt hatte, brachte dann Erklärung. Es gibt noch andere Skurriositäten, wie dass Spieler nicht jede Trainingseinheit unbedingt gerne gleich machen. So gab es einen Spieler, der es hasste, durch den Wald zu laufen und der dem damaligen Trainer nicht vermitteln konnte, dass er bitte ausgenommen werden wollte von dieser Aktion. Und der dann vorgab, nach dem Laufen Magenschmerzen zu bekommen.
Der damalige Trainer bestand darauf, auf die endgültige Diagnoseklärung. Und trotz eines Gesprächs, das ich mit dem Spieler führte, dass eine Magenspiegelung auf ihn zukommt, unterzog er sich lieber der Magenspiegelung, als noch zwei, dreimal im Wald laufen zu müssen. Nach der Untersuchung war natürlich klar, dass alles nur erfunden war und da musste er auch laufen. Aber er hatte sich einige Male gespart durch die Untersuchung. Dann gab es noch einen Spieler, wegen dessen auch der Coach zu mir kam, der heimlich rauchte und von diesem Laster nicht lassen konnte. Es war ein 2,25 Meter großer Center, der auf den Auswärtsfahrten immer die Gelegenheit unter der Dusche nutzte, um unter der Dusche zu rauchen. Aufgrund seiner Größe stieg der Rauch aber über den Duschkopf hinaus und der Trainer roch es. So wurde ich von dem Trainer dann eindringlich gebeten, den Spieler über die Schädlichkeiten des Rauchens aufzuklären. Auch eine Problematik, die im Leistungssport nicht oft vorkommt. In Anbetracht der Tatsache, dass wir in der letzten Saison sehr unglücklich die deutsche Meisterschaft nicht errungen haben und in Anbetracht der zahlreichen Vizemeistertitel, bin ich zuversichtlich von Saison zu Saison mehr, dass es auch mal mit der Meisterschaftswürde klappt.